Hallo. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten eine interessante Woche und haben sich erfolgreich mit Ihrer Aura vertraut gemacht. Heute ist das Thema Energieräuber. Sicher ist Ihnen das auch schon einmal passiert. Nach dem Kontakt mit einem bestimmten Menschen fühlt man sich völlig ausgelaugt. Achtung! Bewusst oder unbewusst hat jemand von Ihnen Kraft abgezogen. Meist sind das Menschen, die selbst wenig Energie haben und sozusagen bei anderen voll tanken. Am leichtesten schützt man sich dagegen, indem man diese Menschen meidet. Wenn das nicht möglich ist, dann verwenden Sie am besten schon im Vorfeld eine der Schutztechniken, die Sie bereits kennen. Setzen Sie eine Glaswand zwischen sich und denjenigen. Schließen Sie Ihre Chakren. Hüllen Sie sich in einen Mantel aus weißem Licht. Oft wird auch Hilfe und Zuwendung eingefordert. Sicherlich kann man Unterstützung anbieten und Mitgefühl ist eine gute Sache, aber mit Mitleid ist niemandem geholfen. Mitleiden heißt, dass es dann zwei Menschen schlecht geht. Man kann und soll niemandem seine Probleme abnehmen. Und vor allem hat man die Pflicht, sich selbst in einem guten Zustand zu erhalten. Nur dann ist man imstande, objektiv zu sein und etwas Positives beitragen zu können. Wenn Sie sich von jemandem bedrängt fühlen, dann empfehle ich als Soforthilfe abblocken. Überkreuzen Sie die Beine unter dem Tisch. Oder legen Sie die linke Hand auf Nabel und Solarplexus und die rechte Hand darüber. Kommt Ihnen jemand zu nahe, versuchen Sie sich vorzustellen, wie Sie ihn mit Ihrer Hand weit, weit wegschieben. Oder Sie visualisieren zwischen sich und dem anderen Menschen eine oder mehrere Rosen. Diese Rosen neutralisieren jede Energie, die Sie nicht haben wollen. Sie werden staunen, um wie viel besser Sie sich dann fühlen. Nach dem Kontakt empfiehlt sich eine gründliche Reinigung. Am besten schütteln Sie sich auch ordentlich aus. Wenn es möglich ist, dann duschen Sie ausgiebig und stellen Sie sich dabei vor, wie alle Fremdenergie von Ihnen abläuft und im Ausguss verschwindet. Ihre Aufgabe bis nächste Woche? Seien Sie aufmerksam. Beobachten Sie, was Sie erleben und reagieren Sie auf Ihre Wahrnehmungen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und viel Erfolg. TV 21 Austria. Einfach anders.